Hallo Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Fall of the Samurai mit den Aizu. Hier waren wir stehen geblieben, lange ist es her. Ja, wir hatten uns beim letzten Mal Suruga erkämpft. Unsere Armee ist ein bisschen zu sehr mitgenommen worden. Wir haben diese eine Katana-Katschi aus dem letzten Part zum Beispiel ist dabei draufgegangen. Ja, wir müssen jetzt mal sehen, dass es jetzt wieder vorangeht. Ich muss mich jetzt erstmal wieder orientieren, nachdem er so eine lange Zeit nicht mehr gespielt hat. Besonders auch in den Steuergeschichten. Ja, das läuft aber. Das läuft. Solange es läuft, läuft es. Gut. Wie sah das rein diplomatisch bei uns aus? Wir hatten mit den Zu und den Kofu-Krieg. Die Kofu sind natürlich so gut wie am... Naja, wir wissen schon. Und die Zu, ja, die waren halt schon stark. Da müssen wir aufpassen. Momentan sind uns gleichgestellt. Also, wir werden erstmal unsere Wirtschaft wieder pushen müssen, wie es auch einige von euch natürlich schon geschrieben haben. Daran möchte ich mich natürlich dran halten. In der Clan-Entwicklung hatten wir das, wo ist jetzt mal gerade drauf? Verbesserte Verteidigung, okay. Lundenschlosstürme, okay. Ja, denn ich will jetzt nicht zu sehr dem vorgreifen. Das waren ja hier die, reichlich modernisierten Provinzen gewesen. Ja, ja, das ist schon klar. Sagami. Okay. Ja, gut. Clanverwaltung, wie gesagt, wir sind jetzt Wakatoshi Yori. Das war dieser Juniorrat vom Shogun. Ja, und ja, hier, ne, wir können ja zwei Ämter verteilen. Okay, na dann, dann. Die Loyalität von dem ist natürlich ganz schön down, aber ich will ihn erstmal nicht entlassen. Der wird wohl erstmal nichts tun, denke ich mir mal. Erstmal nicht. Falls doch, dann müssen wir mal gucken, wie wir das regeln. Also, ich denke mal, aber eher nicht. Was haben wir denn hier noch? Okay. Wir könnten aber den... Haben wir denn einen General, der jetzt gerade auch im Sprung ist? Vielleicht. Wenn man es mal so sagen kann. Das ist der, das ist... Der ist unser Daimyo. Nee. Nein, momentan nicht. Nee, dann lassen wir das erstmal bleiben. Und fahren erstmal fort. Ja, unsere Geisha. Dun, dun, dun. Die Satsuma. Obama. Meine Worte mit Vorsicht und tut dies auch mit eurer Antwort. Okay. Mit wem bist du denn verbündet? Mit den Sado? Keine Feindschaft? Ja, das ich denke mal, darauf sollten wir eingehen. Wir brauchen einen starken Bündnispartner neben den Matsumae. Das werden wir mal, oder... Wenn wir den ein Gegenangebot mal gucken. Abkommen ist zufriedenstellend. Okay. Dann mal gucken, ob wir denen ein bisschen was von den. Wir könnten eine Einigung erzielen. Mal gucken, wie weit das geht. Ich brauche ja mal Geld. Ihr wisst ja, das Geldproblem. Und wenn wir schon. 3000. Wir könnten eine Einigung erzielen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn es nicht geht, dann werden wir sie wohl in der nächsten Runde darum bitten können. Wie weit lassen sie sich denn treiben? Aber vielleicht rede ich auch mit einer Wand. Ich weiß es nicht. Denn deren Reichtum ist ja nicht gerade sehr viel größer als meiner. Mal gucken. Wenn wir das... Ist zufriedenstellend. Sobald wir Geld von denen verlangen... ich würde sagen, wir versuchen es einfach mal. Ich glaube, wenn, dann werden sie auf jeden Fall auf uns zukommen. Wir machen einfach jetzt mal was Utopisches. Ihr sprecht leere Worte und ich lehne sie ab. Selbst wenn ich damit das Risiko einer göttlichen Strafe eingehe. Na,
Dann tust du das eben, aber du wirst wiederkommen oder ich werde zu dir kommen. Daran soll es nicht scheitern. Okay, an die Zu erinnern wir uns ja auch noch, die haben wir ja in der letzten Folge in der epischen Seeschlacht geschlagen. Ah, die Kofu. Na gut, die Matsuma. Unser Shinobi wurde entdeckt. Bin jetzt Sayama an Handel unterbrochen. Okay, mit den Obama möchte ich jetzt aber wirklich das Bündnis eingehen. Es ist mir eine Ehre, euch zu begrüßen. Ich wusste, die lassen sich nicht so einfach abspeisen. Mit wem können wir denn noch Handel? Momentan mit keinem mehr. Wo sind denn unsere Schiffe? Das war unser, ach genau, das wollten wir ja, das waren unsere unser Kanonenboot, unsere zwei Kanonenboote und unsere hölzerne Korvette Kaidenklasse. Genau. Was haben wir hier? Hier haben wir die Kankumaru, genau. Hier wollten wir überhaupt welche noch rekrutieren, ne? Ja, zwei Kankumarus, damit wir hier ein paar Häfen belagern können. Hier sind die zu, deswegen muss ich hier mal meinen Shinobi hinschicken. Hierhin bitte. Aber die Provinz ist leer. Gehen wir mal ruhig bis hierhin. Ja, hier scheint keiner zu sein, aber wir können uns momentan trotzdem nicht hier wegbewegen. Haben jetzt wieder etwas mehr Geld. Ja, wir werden das Geld natürlich nicht verschwenden. Was müssen wir denn jetzt bauen am besten? Gucken wir uns dann mal den Provinzen so um, die wir gerade haben. Wo können wir denn etwas aus... Also, generell. Frohnhöfe haben wir teilweise. Gucken, wo wir noch keine Frohnhöfe haben. Okay, an vielen. Was haben wir hier? Einen kleinen Hafen, den wir ausbauen könnten, aber... Das ist jetzt erstmal nebensächlich. Wir könnten hier freilich was ausbauen. Aber das ist erstmal, denke ich, nicht so wichtig. Oh, hier können wir... okay. Kadettenschule, wo waren denn die Provinzen, die wir so... gut ausgebildet hatten. Das war, glaube ich, Sagami gewesen, unter anderem. Ja. Wenn wir das ausbauen. Dann, wow, dann, wow. Dann können wir richtig was rekrutieren. Infanterie des Shogunats. Streitmacht Blauer Drache haben wir ja schon. Okay, da können wir richtig was... Karabinerkavallerie, da brauchen wir noch moderne Gewehre. Die kommen dann hier. Ja, ich würde sagen, dann raffen wir uns dann später, aber noch nicht... Oh, das ist ja wahnsinnig teuer. In Sagami dann mal zusammen. Dann warten wir nochmal ab und bauen jetzt erstmal die ganzen Bauernhöfe aus, damit die Wirtschaft mal wieder nicht so abstürzt und wir auch einigermaßen hier über die Runden kommen können. Denn anders würde es ein bisschen... Ah, was sehe ich denn hier? Wenn wir die Steuern runtersetzen, nur mal gucken, ob wir das hinkriegen. Okay. Hier, ja, hier geht's auch. Okay, okay, okay. Hier noch nicht, hä? Nein, hier noch nicht. Gut, aber ansonsten haben wir jetzt in allen... Oh, Moment mal, macht das denn einen Unterschied, als wenn wir dann hier die Steuern auf hoch setzen? Inwiefern macht das denn einen Unterschied? Mal gucken. Oh, das macht doch schon einen Unterschied. Okay, dann will ich eurem Rat endlich mal nachkommen, den schon, ja, den ihr mir schon in den letzten Parts aufgedrängt habt, möchte ich mal meinen. Und setze die Steuerstufe jetzt mal auf die normale runter. Die kann ich nicht überall jetzt machen, aber gut, schon mal anfangen. Wir verdienen mehr und das Volk ist ruhiger. Da bin ich ja zufrieden, dass ich diese Krise mal überwunden habe. Können wir hier Katana? Wo können wir denn mal Katana-Katschi wieder rekrutieren? Ne, hier haben wir nur eine Geschossinfanterie. Ja, hier. Wir müssen mal eine Katana-Katschi mal
rekrutieren und in der nächsten Runde, ich verspreche es, werden wir an die Wirtschaft denken. Ich hoffe mal, dass der jetzt endlich mal hier rüberkommt. Was können wir denn mit dem machen? Attentat ausführen, naja, das ist eigentlich Geldverschwendung, finde ich. Okay, ja. Geisha? Wo ist denn die Geisha? Schicken wir mal weiter hier rüber. Ins Provinzinnere von Ishigo. Da soll sie auch übrigens auch hin. Okay. Die Obama. Gut, dass wir uns mit denen verbündet haben. Die stoßen jetzt nämlich vor. Die Zu sind jetzt schwach. Die Zu müssen wir jetzt fertig machen. Das ist unsere Chance. Wo haben wir denn die stärksten Armee? Die stärkste Armee bisher. Hier immer noch. Haben aber noch viele Soldaten verloren. Deswegen bin ich da eher ein bisschen skeptisch. Könnten wir die denn hier wegbewegen? Wäre das möglich? Holla, die Waldfee. Das wäre sogar möglich. Dann gehen wir mal hier hin. Und unser nächster... Ja, unser Plan ist, Kai einzunehmen. Mal gucken, ob es uns gelingt. Wir haben noch zwei Runden ausstehend. Oh, Wahnsinn. Ich bin gespannt. So, hier kommt unsere Kaltenklasse langsam wieder zurück. Hoffentlich heile. So, die Satsuma. Okay, die Obama haben sie eingenommen. Ich wusste es doch. Ach, die greifen schon wieder unsere Seeroute an. Die haben auch nichts Besseres zu tun. Die Matsuma sind uns nach wie vor treu. Ist eh Handelsroute überfallen. Ja, ich weiß schon. Mal gucken, ob wir die fertig machen können. Jetzt schaffen wir es ja. Nope. Das schaffen wir garantiert nicht. Ah, macht er nichts. Okay, Unterstützung können wir jetzt auch nicht dahin schicken, ne? Nehme ich an. Naja, macht er jetzt auch nichts. Wo ist denn jetzt die Katana-Kachi, die wir jetzt nach vorsorglich noch rekrutiert haben? Die ist noch, dürfte noch uns sagen. Nee. Ach, die ist hier. Oder nicht hier? Nee, wird noch rekrutiert, okay. Dann können wir hier vielleicht schon mal ein paar Einheiten abschicken. Wäre das möglich? Ja, schicken wir mal eine. Was können wir hier noch abschicken? Burgencav. Wäre auch mal ganz nice. Schicken wir mal hier rüber. Okay. Jetzt können wir sie noch nicht ganz, so viel ich jetzt glaube. Zumindest hier. Ne, haben wir schon Fronhöfe. Okay, dann, wo ist denn jetzt die erste Provinz? Jawohl. Auf geht's, Fronhöfe. Fronhöfe, Fronhöfe, Fronhöfe. So. Okay, die können wir fertig machen. Das ist kein Problem. Dann müssen wir jetzt auch, was hat er denn hier, Säbelkavallerie? Naja, also, deswegen jetzt ist eine Schlacht zu machen, das müssen wir uns nicht antun. So, entscheidender Sieg. Okay, das war's mit den Kofu. Zumindest mit deren Provinz. So. Okay. Ja, die belagern wir mal. Wem möchte ich jetzt ungern wieder selbst Hand anlegen. Okay. Dann können wir auch die Zu hier locker einnehmen. Ich denke mal gucken, wie es gerade um die so bestellt ist. Ah, hier haben wir wieder einen potenziellen Handelspartner. Die Matsue. Ich will euch nicht zuhören. Aber die Politik führt zu seltsamen und zeitweise unerwünschten Begegnungen. Ja. Mit die müssen wir ganz schnell an uns... Boah! Dann könnt ihr mich mal halt erstmal. Die Awaji Sumoto. Ihr seid stets willkommen, aber ich kann nichts mit euch machen. Doch jetzt schon. Drückt euch klar aus. Nein. Warum sollte ich mich klar euch gegenüber ausdrücken? Inakzeptabel, inakzeptabel.
Die haben doch nur Angst. So, gucken, wollen die noch was? Die haben alle, die haben einfach alle nur höchsten Respekt vor mir. Weil ich mit den Obama und den Matsumar und den Sado unter anderem jetzt hier einer der mächtigsten Clans der Shogun-Seite bin. Und jetzt gerade dabei bin, die potenzielle 11. Provinz zu erobern. Keine Hoffnung, dass die mich hier... Wahnsinn, ob das die mich in Ruhe lassen. Kayumaru. Das ist eine wahnsinnige... Wahnsinniges Ding. Ja, immer nur eine Kangumaru. Kann man auch eine Kayumaru hier eigentlich rekrutieren? Ja. Das ist aber ganz schön teuer, das Ding. 3000. Ach du meine Güte. Kasuga. Wir müssen mal eine Kite und eine Kasuga vielleicht in den nächsten... Ja, mal gucken. Wir wollen ja erstmal die Frohnhöfe. Das ist alles nicht so einfach zu organisieren, wie ihr seht. Die Obama, vor denen müssen wir dann aufpassen, dass die nicht zu mächtig werden. Also... Zu? Wo seid ihr? Zu? 9 Provinzen. Ja, die kommen wir nicht ran. Oder? Moment. Matsumar. Uzen. Time for our Agenten. Ganz schlechtes Englisch. Die haben das ja besetzt. Hier haben wir die, belagern wir ja sowieso. Haben wir denn hier eine? Hätten wir. Allerdings ist sie nicht so stark. Weil was geht denn hier so ab in Nord-Shinano? Das würde ich gerne mal erfahren. Wir müssen jetzt so, wir müssen die Überreste ganz schnell für uns beanspruchen. Wäre schön, wenn du da mal rauskriegen könntest, was da so abgeht. Ja, gut, in der nächsten Runde dann. Ja, die anderen Agenten. Nanarika. Gehst mal nach Tsuchinano. Der Shinsengumi bleibt da, der hält da immer noch die Stellung. Okay. Okay, jetzt haben wir sowieso erstmal kein Geld mehr. Jetzt haben wir erstmal kein Geld mehr. Keiner will mit uns Handel treiben. Wir gehen in die nächste Runde. Und dann ist auch unsere Clan-Entwicklung auch mal wieder einen Schritt weiter gekommen. Die zuhauen ab. Ist auch besser so. Was wird das denn jetzt? Handelsroute überfallen, Technologie erforscht. Okay. Importierte Artillerie, Arms und Kanonen. Na, die werden wir natürlich auch noch holen. Aber Sammy, erstmal haben wir den. Unabhängig von der Modernisierung machen wir erstmal Restauration des Reiches. Denn wir sind ja mehr auf das Volk geprägt als auf die Industrialisierung. Oh, zwar auch, aber. So, wo waren denn jetzt hier die. Ach du meine Güte. Ja. Und was sagt man jetzt dazu? Was sagen wir jetzt dazu? Das ist, nicht so schön, würde ich sagen. Haben wir denn etwas in der Nähe, was uns helfen könnte? Greifen ausgerechnet unsere... Das ist wirklich übel. Ausgerechnet Fukushima. Nee, ich schätze mal, die Provinz können wir nicht retten. Leider nicht. Wir können sie auch nicht sabotieren hier, das... Ich fürchte, die Provinz werden sie uns wohl oder übel abspenstig machen müssen. Das ist wirklich, naja. Na gut, okay. Auf der einen Seite verliert man Provinz, auf der anderen gewinnt man sie wieder. Wenn wir sie verlieren, es ist unser Daimyo, sehe ich auch gerade. Jetzt ist die Frage, räumen wir die Provinz? Retten unseren Daimyo? Weil alleine hat es keinen Zweck. Dann retten wir lieber unseren Daimyo, ist es schade, weil das eine sehr loyale Provinz ist und die bringt uns auch sehr viel ein. Frohnhöfe sind, naja, das ist nicht so schön. Wir müssen ihn aber retten. Dann ziehen wir uns nach Shimotsuku zurück und
sammeln da mal unsere Streitkräfte, würde ich sagen, um zurückzuschlagen. Ich lasse mal hier auf uns sitzen. Mal sehen, was hat er denn für Einheiten? Gar nicht mal so gut, aber es sind halt viele, zu viele. Ich meine, das sind hier nur 3 Einheiten. Ja, also das ist ja ein Witz. Das schaffen die nicht. Hitachi. Dann rekrutieren wir mal Bogenkachi. Boah, die sind ziemlich teuer. Was rekrutieren wir denn mal? Revolverkavallerie haben wir hier. Ich wollte das jetzt ungern tun, aber ich fürchte, ich muss es. Machen wir mal 2 von denen. Ich muss jetzt doch, ich meine, ich kann es nicht riskieren. Wie lange ist denn hier noch bis zur Kapitulation? 3 Runden. Okay. So, ab geht's nach Hause. Müssen wir mal riskieren. So. Wollt ihr jetzt mal ein Handelsabkommen mit mir? Nein, immer noch nicht. Es besteht immer noch höchste Diskrepanz mir gegenüber. Ich weiß nicht warum. Inakzeptabel ist irgendwie, finde ich, der falsche Begriff dafür. Nee, die wollen nichts von uns. Die wollen nichts von uns. Dann Agenten. Nach Nocinano, genau. Okay. Da habe ich ausgerechnet die Provinz da hinten, wo er noch seine stärksten Einheiten hat. Ansonsten ist er, glaube ich, gar nicht mehr so mächtig. Da habe ich ausgerechnet meine wunderbare Armee nicht da. Naja. Gut, okay. Ein Verlust, aber den müssen wir verkraften können. Hauptsache, wir können den Daimyo dann retten. Das ist wichtig. Ja, okay. Okay, okay, okay. Nächste Runde, wenn ich bitten darf. Die Satsuma. Saga Obama zu. Ja. Das ist natürlich ärgerlich. Hätten wir, also wir hätten hier noch unsere Männer, also das wäre nichts geworden. Nein. Da müssen wir wohl klein beigeben. Das hilft nichts. Wir müssen sie jetzt einfach zurückschlagen und müssen möglichst zusehen, dass wir die Provinz wieder zurückkriegen. Aber wir werden uns rächen. Und die, wir haben ja noch Verbündete auf unserer Seite, so ist es nicht. Heimatprovinz verloren. Eure neue Feste. Armee zerschlagen. Handel gebrochen. Sommer. Saga. Drückt euch. Die wollen alle nichts mehr von uns wissen. Das finde ich wahnsinnig unverantwortlich von denen. Ah, na gut. Shimotsuke ist unsere neue Feste, wie er gesagt hat. Dann gehen wir hier längs. Kommen dann bei nächster Gelegenheit wieder nach Fukushima zurück. Ich meine, zum Glück, dass wir die Provinz nicht so ausgebaut haben. Ich war da ohnehin von Anfang an skeptisch. Es ist unsere Heimatprovinz, es ist halt frustrierend. Und was geht denn hier jetzt ab? Ich würde hier schon wieder an meiner Loyalität hier oder den alten Werten gegenüber noch gezweifelt. Mein Gott, ich kann es auch nicht ändern, wenn die mich angreifen. Also regen die sich noch auf hier. 2 Runden, dann kommt es zum Angriff. Wir nutzen die Wartezeit immer gnadenlos aus. Ja, warum stehst du denn einfach so da rum? Du sollst doch mal... Wo sollst du denn hin? Geh du mal... Sie hatten unter anderem Katana Kachi.
Aber hier haben wir immer eine große Ortschaft, immerhin. Dann bauen wir hier doch mal was aus. Beziehungsweise Einheiten. Herbandspeerträger, finde ich nicht so wichtig. Dann besorgen wir uns da mal. Zwei Lundschloss-Katschi. Die schießen zwar langsam, sind aber einigermaßen gut ausgebildet. Und dann schicken wir diese eine Katana-Katschi mal hier hinten rein. Wir schlagen dann zurück. Also das soll nicht ungesühnt bleiben. So. Oh mein Gott. Gut, dass ich hier meine Leute habe, die hier rekrutieren. Herummarschieren, wie auch immer, mein Gott, normal. Das macht mir schon wieder ein bisschen Bedenken hier. Wahnsinn. Wahnsinn. Weiß man gar nicht, wo man hingucken soll. Das ist ja hier. Na gut. Na gut. Aber wir müssen fortfahren, denn wir wollen das ja schaffen. Also, ich bin etwas skeptisch, aber nicht aufgeben. Wir machen weiter. Nächste Runde. Die Satsuma. Tosa, Obama, die Zu. Na gut. In Seegefechten scheinen sie langsam nicht mehr so erfolgreich zu sein. Trauen sie auch nicht mehr so viel. Okay. Gut, okay, ich denke mal, das machen wir mal wieder. Eine schöne Schlacht. Also, das geht in den nächsten Part und wir sehen uns gleich wieder.